Mein Name ist Doris Weichselbaumer. Ich bin die Institutsvorständin des Instituts für Frauen- und Geschlechterforschung. Die JKU ist die einzige österreichische Universität mit einem interdisziplinären Frauen- und Geschlechterforschungsinstitut. Und an unserem Institut beschäftigen wir uns mit Fragen wie der Gleichstellung von Frauen und Männern oder der gesellschaftlichen Bedeutung von Geschlechterrollen aus verschiedenen akademischen Disziplinen. Ich habe soeben eine Studie abgeschlossen, in der ich ein Experiment durchgeführt habe zur Diskriminierung von Migrantinnen in Deutschland. Bei diesem Experiment wurden Bewerbungen von 3 fiktiven Kandidatinnen ausgeschickt. Und diese Bewerbungen, die waren vollkommen identisch hinsichtlich ihrer Qualifikation. Sie unterschieden sich jedoch insofern, als die Kandidatinnen unterschiedliche Namen trugen. Also in einem Fall hieß die Kandidatin Sandra Bauer, im anderen Miriam Öztürk. Und in manchen Fällen trug Miriam Öztürk auf ihrem Bewerbungsfoto ein Kopftuch. Auf allen Bewerbungsfotos war genau die gleiche Person dargestellt, in genau der gleichen Pose, aber wie gesagt, in manchen Fällen mit oder ohne Kopftuch. Wie sah es mit den Resultaten aus? Es stellte sich heraus, dass Sandra Bauer von 19% aller Firmen zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde, Miriam Öztürk jedoch nur von etwa 13,5%. Und wenn Miriam Öztürk ein Kopftuch trug, dann sanken ihre Chancen sogar auf 4%. Diese Studie ermittelte einen ganz klaren Beleg dafür, dass Migrantinnen und Musliminnen am deutschen Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Das große Medienecho hat gezeigt, dass Gender-Themen, aber auch Migrationsthemen auf große öffentliche Resonanz stoßen. Mehr als 50 Medien haben national und international über die Studie berichtet. Und hier handelte es sich um Medien natürlich aus dem deutschsprachigen Raum, aus der Türkei, aber auch aus Spanien, Großbritannien, der USA etc.